So, dann sage ich mal herzlich willkommen zum zweiten Webinar Initiative Digitale Standards, Herausforderungen und Ziele. Das Referententeam ist im Vergleich zum ersten Webinar gleich geblieben, allerdings hat sich die Aufgabenverteilung etwas geändert. Mein Name lautet Damian Czarny, ich bin Leiter für Digitalprojekte in der DKE und begrüße Sie aus Frankfurt am Main. Ich übernehme diesmal die Einleitung, wie Sie hören können, und den zweiten Teil dieses Webinars und übergebe jetzt an meine anderen Kollegen von DIN. Ja, schönen guten Morgen, Sebastian Krixmann, mein Name. Ich bin verantwortlich bei DIN für die Strategieentwicklung und bin heute Co-Referent von Damian Czarny. Ja, guten Morgen, meine Herren. Mein Name ist Mario Schacht. Auch herzliche Grüße aus Berlin. Ich bin Geschäftsführer des ANP seit 1.1. und kümmere mich auch um das Thema Smart Standards. Heute werde ich im Hintergrund Ihre Chats, Ihre Fragen, die Sie haben, sammeln. In der Mitte des Vortrages mache ich einen kleinen Break. Ich werde die Fragen dann an die Referenten weitergeben. Und am Ende des Vortrages haben wir nochmal die Möglichkeit, in die Diskussion zu kommen. Eine herzliche Bitte, wenn Sie Fragen im Chat einstellen, dann haben Sie ja die Möglichkeit, den Adressaten auszuwählen. Bitte wählen Sie dann alle Diskussionsteilnehmer und nicht, wie ich hier im Chat schon geschrieben habe, an alle Teilnehmer. Es geht schief. Also an alle Diskussionsteilnehmer. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. So, auch an dieser Stelle nochmal wie im ersten Webinar ein paar Worte zum allgemeinen Rahmen dieser Veranstaltung. Wir befinden uns mit unserem zweiten Webinar mitten im Kickoff von IDIS. Ursprünglich war es geplant, einen großen Kickoff im März dieses Jahres in Frankfurt abzuhalten, aber leider hatte Corona etwas dagegen. Jetzt im zweiten Anlauf haben wir uns für einen reinen Online-Kickoff entschieden, den wir allerdings in drei Teile geteilt haben. Die ersten zwei Teile bzw. Webinare haben einen informativen Charakter und sollen Ihnen einen möglichst guten Start in die Thematik ermöglichen. Webinar 1 hat bereits stattgefunden. Aufzeichnung und Foliensatz wurden online zur Verfügung gestellt und haben wir hier in diesem Foliensatz nochmal für Sie verlinkt. Das zweite Webinar wird ebenfalls aufgezeichnet, weswegen Ihre Kamera- und Mikrofonfunktionalität ausgeschaltet sind. Unser Ziel ist es, wieder Aufzeichnung und Foliensatz bis zum Ende dieser Woche Ihnen online bereitstellen zu können. Das alles machen wir, damit wir dann am 19.06. uns mehr oder weniger direkt in die Diskussion und ins Brainstorming stürzen könnten. Wir freuen uns darauf und sind sehr auf Ihre Sicht der Dinge gespannt, wenn auch Ihre Mikrofone und Kameras dann eingeschaltet sind. So, bevor wir mit dem zweiten Webinar beginnen, eine kurze Zusammenfassung, was wir im ersten Webinar gehört haben. Im Zentrum der Digitalisierung, haben wir gehört, steht die digitale Norm bzw. Smart Standards. Damit wollen wir auch dem neuen Anwenderfokus gerecht werden, damit Normen auch in einer digitalisierten Industrie Bestandteil der Wertschöpfungskette bleiben bzw. mehr denn je werden. Eine digitale Norm ermöglicht einen feingranularen Zugriff auf Informationen. Diese Informationen sind je nach Anwendung in unterschiedlichen Formaten und Formen verfügbar, sodass sowohl Mensch als auch Maschine damit umgehen können. Wie unsere bekannte Grafik hier oben rechts verdeutlicht, ist die Digitalisierung der Normung aber mehr als nur ein neues Produkt, sondern es steht für den kompletten digitalen Wandel aller damit in Zusammenhang stehender Normungsaspekte. Wir sind bereits seit einigen Jahren am Thema dran und haben auch erste Ergebnisse vorzuweisen. Ein paar konkretere Beispiele werden wir Ihnen heute präsentieren. Allerdings insgesamt betrachtet stehen wir noch relativ am Anfang dieser Digitalisierung. Wir wissen mittlerweile in etwa, was zu tun ist, müssen aber jetzt noch zusammen mit der Industrie und unseren Partnern diese Dinge konkretisieren und in die Umsetzung gelangen. Und damit dies gelingen kann, bieten DIN und DKE mit IDIS ein Forum an, wo genau daran gemeinschaftlich gearbeitet werden kann. Und wie genau das funktionieren könnte, ist Thema unseres heutigen Webinars. Das Webinar ist dabei in zwei Teile geteilt. Teil 1 möchte einen kleinen Einblick gewähren in das, was bereits erreicht wurde und wie die Entwicklung
national und international zusammenhängen. Teil 2 ist eine kleine Vision von DIN und DKE, welche Rolle IDIS dabei spielen könnte und was Sie als Teilnehmer oder Mitglieder von IDIS, was Sie erwarten würde. Und somit übergebe ich an meinen Kollegen für den ersten Teil. Vielen Dank soweit. Ja, vielen Dank, Damian. Vielen Dank für die Einleitung und Überleitung. Und mal die Kontrolle hier übernehmen. Ich möchte, bevor ich uns mal mitnehme auf eine kleine Rückschau, was haben wir denn gemacht die letzten Jahre und wo stehen wir aktuell, nochmal auf die vielleicht wichtigste Frage eingehen, wenn wir uns mit dem Thema digitale Normen oder Smart Standards beschäftigen, nämlich mit der Frage, worin besteht denn überhaupt der Nutzen des Ganzen? Und wir haben uns beispielsweise auch in einer Arbeitsgruppe mit der Uni Duisburg, mit dem Professor Nagaraya, mit genau dieser Frage beschäftigt. Da war eine Stakeholder-Gruppe, die an einem sogenannten Demonstrator gearbeitet hat und sich mit dieser Frage beschäftigt hat, welche Probleme können wir denn damit lösen und wie können wir es so einfach darstellen, dass das eben auch, sag ich mal, etwas entfernteren Entscheidungsträgern, entfernter im Sinne von nicht ganz so tief in der Materie drinsteckenden Entscheidungsträgern erklären können, warum wir uns hier in diesem Thema engagieren. Denn spätestens, wenn es um die jährliche Ressourcenplanung geht, dann steht diese Frage natürlich ganz konkret an, aber auch grundsätzlich, mit wie viel Ressourcen wollen wir dieses Thema denn vorantreiben? Also was bringt's? Und wir haben jetzt hier mal so ganz, ganz grob dargestellt, worin der Nutzen besteht, wenn wir granulare Normeninhalte bereitstellen können. Also welchen wirtschaftlichen Vorteil wir daran sehen für beispielsweise die Effizienz von Unternehmensprozessen. Das, denke ich, liegt auf der Hand. Wenn wir also nicht mehr ganze Dokumente bereitstellen, wo sich die Anwender einzelne Elemente, Inhalte raussuchen müssen, sondern die zielgerichtet bereitgestellt werden für einen bestimmten Anwendungsfall, dann spart das natürlich Zeit. Rüstzeit vielleicht für die Einstellung von Konfiguration von Systemen, Übernahme von einzelnen Werten und so weiter. All das soll deutliche Effizienzsteigerungen bringen und vielleicht auch Qualitätssteigerungen. Denn wenn wir uns vorstellen, wir haben zwei wesentliche Fehlerquellen. Die eine ist da, wo die Norm aufgeschrieben wird und die andere ist da, wo sie abgeschrieben wird und übernommen wird in nachgelagerte Prozesse. Dann können wir damit natürlich auch zumindest an der zweiten Stelle, wo es darum geht, die Inhalte zu übernehmen, zu einer höheren Qualität kommen. Und das ist dann natürlich auch die Grundlage für eine stärkere Automatisierung oder Teilautomatisierung, wenn beispielsweise Anforderungen aus Normen direkt in Anforderungsmanagementsysteme beispielsweise übernommen werden können oder mit weniger manuellen Zwischenschritten. Und nicht zuletzt auch, das ist so ein bisschen Zukunftsthema, da werden wir später auch nochmal in der Diskussion drauf kommen, nicht heute, aber in späteren Workshop sicherlich, auch die Befähigung von zukunftsweisenden Technologien wie KI. Also wenn wir uns vorstellen, dass Software eben selbstlernende Systeme auf technische Regeln zugreifen können müssen, dann brauchen wir hier eben bald digitale Formate. So, also wenn wir die Frage nach dem Warum ganz grob mal beschrieben haben, das natürlich auch weiter mit Ihnen ausarbeiten wollen, aber mal jedenfalls grob beschrieben haben und aus dem Webinar 1, das ist jetzt hier so ein Reminder, da haben wir uns mit der Frage ja schon beschäftigt, woraus besteht das? Also im Prinzip, was benötigen wir dafür? Dann lese ich jetzt hier nicht alles nochmal vor, aber gehören natürlich so Themen rein wie semantische Eindeutigkeit. Also das heißt, die benormten Inhalte müssen eindeutig sein. Wenn wir uns vorstellen, es ist immer weniger menschliche Interpretation notwendig zur Anwendung, dann müssen die Inhalte in der Qualität und auch in der Eindeutigkeit einfach nochmal sehr viel besser werden. Und vielleicht ein zweites Element, was ganz wichtig ist, was wir auch an verschiedenen Stellen noch besprechen werden, ist beispielsweise die Kontextsensibilität. Also das heißt, dass wir ein granulares Element aus einer Norm, ein Wert zum Beispiel, eben in seinem Zusammenhang verstehen müssen. Dieser Zusammenhang wird heute durch das Dokument gegeben, aber in Zukunft ist es eben vielleicht nicht mehr das Dokument, was den Bezug gibt, sondern ein ganz spezifischer Anwendungsfall. Und diese Kontextsensitivität, also diese Metainformation zu diesem genormten Element, die ist ganz wichtig, damit wir es eben richtig einsetzen können, damit wir es im richtigen Anwendungsfall einsetzen können. Also sprich, das, was wir benötigen,
ist eine klare Vorstellung davon oder ein Konzept davon, was ein digitaler Standard ist. Ja, wie er strukturiert ist, welche Informationen er in welchem Format transportieren soll. Und genau damit beschäftigen wir uns im Zentrum dieser Grafik. Damian Chani hat es gerade schon gesagt, es gibt unterschiedliche Themen, die hier außenrum mal dargestellt sind, als die 7 Herausforderungen, das kennen Sie wahrscheinlich aus dem IDIS Flyer, die 7 Herausforderungen rund um die digitale Norm. Im Zentrum steht aber das Was. Das ist für uns die tatsächlich zentrale Frage aktuell und da möchte ich Sie jetzt kurz durchführen, wo wir an welcher Stelle uns mit dieser Frage schon beschäftigt haben und was so erste Zwischenergebnisse sind. Also grundsätzlich lässt sich sagen, dass wir auf der nationalen Ebene, und wir verkürzen hier stark, ne, wenn wir nur DIN und DKE reinschreiben, das werden wir nachher noch sehen, da spielen viele andere Player auch noch eine Rolle. Das ist jetzt so ein bisschen in sich DIN DKE vielleicht dargestellt, aber ist trotzdem ganz wichtig, glaube ich, zu sagen, dass wir auf der nationalen Ebene hier in 2016, 2017 bereits angefangen haben, uns mit dieser Frage zu beschäftigen. Und es liegt natürlich daran, dass unsere Stakeholder uns mit der Frage konfrontiert haben und uns Anwendungsfälle gezeigt haben, wo sie eben Stand heute sehr mühselig Informationen aus den Dokumenten rauskopieren, abschreiben, in ihre Systeme, in ihre Prozesse übernehmen. Und da kam eigentlich für uns das erste Mal das Thema auf, was sind denn eigentlich maschinenlesbare, maschinenausführbare Inhalte? Und wir haben angefangen, in Vorstudien und Konzepten uns damit zu beschäftigen. Und mit ein bisschen Zeitversatz dann auch in Europa entsprechende Projekte gestartet, Pilotprojekte gestartet, die sich genau mit dieser zentralen Frage, was ist eigentlich eine digitale Norm, ein Smart Standard, beschäftigt haben und ebenfalls wieder mit etwas Zeitversatz dann auch auf der internationalen Ebene. Also die zentrale Aussage hier ist vielleicht, dass wir den Input von der nationalen über die europäische auf die internationale Ebene immer weiter konkretisieren und uns in die Richtung auch engagieren und gleichzeitig natürlich erwarten von der internationalen Ebene, dass wir am Ende, darauf muss es hinauslaufen, ein integriertes Modell haben, was funktioniert, sowohl für die internationale als auch für die europäische und nationale Ebene. Das ist wichtig, dass wir da ein durchgängiges Modell haben, ist Ihnen sicherlich bekannt, Großteil der Normen sind eben keine rein nationalen Normen mehr, sondern kommen von der internationalen bzw. der europäischen Ebene. Ja, das heißt dann eben konkret, dass wir gerade auf der europäischen, aber auch auf der internationalen Ebene bestimmte Schlüsselpositionen einnehmen, um hier auch Entscheidungen zu beeinflussen, um vor allen Dingen aber unsere Anforderungen und vor allen Dingen auch die Anforderungen, die wir mit Ihnen jetzt im weiteren Verlauf noch weiter konkretisieren wollen, schärfen wollen, dort einbringen können. Über Schlüsselpositionen zum Beispiel in unserem Council Membership besteht, die in den Technical Management Boards ISO und IEC bestehen, aber auch ganz konkret eben Mitarbeit in einzelnen Pilotprojekten. Kurz gesagt, DIN und DKE sowie unsere Partner auf europäischer und internationaler Ebene sind an dem Thema dran. Und ich gehe mal andersrum vor, wir schauen mal ein bisschen auf der internationalen Ebene, wo stehen wir da und das liegt, denke ich, in der Natur der Sache, dass in diesen großen internationalen Normungsorganisationen die Diskussion, was Smart Standards überhaupt ist, was wir erreichen wollen, in welchen Zeiträumen, natürlich in einem viel größeren Stakeholderkreis laufen. In einem viel größeren Stakeholderkreis mit viel unterschiedlicheren Sichtweisen auf das Thema. Wir europäische Normungsorganisationen sind dort prominent vertreten, aber sind eben nicht die einzigen am Tisch. Das heißt also, in den internationalen Organisationen ging es zunächst sehr viel um Grundlagenarbeit. Und da kamen hervorragende Sachen bei raus, wie beispielsweise, das im ersten Webinar auch schon kurz angedeutete Maturity-Modell oder Stufenmodell, wonach es eben unterschiedliche Stufen dann letztlich auch von Smart Standards gibt. Das sogenannte Level 3 und Level 4, also maschinenlesbare, ausführbare Inhalte bis hin dann wirklich zu maschineninterpretierbaren Inhalten bei Level 4. Also das war zum Beispiel ein Output dieser IEC SG12.
wo Damian Czarny zum Beispiel sehr aktiv auch mitgearbeitet hat. Und bei ISO, und da waren wir von denen sehr aktiv vertreten, ging es eben darum, eine Roadmap zu entwickeln, die erstmal so eine allgemeine Vision, was verstehen wir überhaupt unter Smart Standards und in welchen Zeitabständen wollen wir welche wesentlichen Meilensteine erreichen, erarbeitet hat. Und aktuell sind die internationalen Organisationen, also für ISO zumindest trifft das zu, dabei, eine neue Strategie zu entwickeln, die sogenannte Strategie 2030. Und da ist natürlich das Thema Smart Standards ein ganz zentrales, also die zukünftige digitale Norm und die Bereitstellungsform, die es braucht und die Prozesse, die es braucht. Und wir sind hier ebenfalls sehr aktiv dabei, wenn es darum geht, genau diese Dinge in die zukünftige Strategie reinzuschreiben. Gehen wir mal eine Ebene runter. Auf der europäischen Ebene ist es tatsächlich, wie schon angedeutet, um einiges konkreter. Warum ist es konkreter? Ich glaube, weil der Ansatz ein anderer war, nämlich einzelne Organisationen, wir gehörten dazu, haben gesagt, 2018, lasst uns doch mal über Pilotprojekte uns langsam dem Thema nähern. Also vielleicht genau der andere Ansatz, nicht eine Roadmap ganz high level mal aufzustellen, dann gucken, wie brechen wir die runter, sondern uns mit konkreten Anforderungen, die wir von unseren Stakeholdern aufgenommen haben, mal mit den ersten Schritten beschäftigen. Also ganz konkret, wie können wir Anforderungen, die in Normen drinstecken, identifizieren und klassifizieren und auszeichnen und vielleicht in nachgelagerte Prozesse übernehmen. Das ist jetzt mal so ganz grob gesagt die Zielsetzung für diese europäischen Piloten. Und daraus dann eben abzuleiten, wie so eine Struktur und ein Modell für einen Smart Standards aussehen kann. So, und Sie sehen es, wir haben in 2019 haben wir zwei Piloten gemacht, da zeige ich gleich noch ein paar Details zu, waren dann Anfang diesen Jahres, Anfang 2020, soweit, dass wir die Abschlussberichte der ersten Piloten hatten, haben die ausgewertet, also gegenseitig vorgestellt, die beiden Projekte und dann ausgewertet in entsprechenden gemeinsamen Gruppen CEN und CENELEC und haben sind jetzt gerade dabei, neue Piloten aufzusetzen. Das ist das, was Sie hier sehen, Pilot Nummer 3 und Pilot Nummer 4, die aktuell vorbereitet werden und in der zweiten Jahreshälfte 2020 starten sollen. Geht gleich nochmal auf etwas mehr auf die Inhalte ein, aber was Sie hier sehen, ist, dass die beiden Piloten unterschiedliche Ansätze verfolgt haben und die jetzt konsolidiert werden in ein gemeinsames Modell und mit diesem gemeinsamen Modell dann auch die nächsten beiden Piloten bearbeitet werden sollen. So, also was haben die gemacht, die ersten beiden Piloten? Wie gesagt, der eine war, hieß auch Construction, der zweite Petroleum, also der erste war im Bausektor und der zweite im Erdölsektor. Der Construction-Pilot und der Leitung der Holländer, NEN, da hat DIN mitgearbeitet, haben die Franzosen mitgearbeitet, AFNOR, die Briten, BSI, Schweden, SIS und noch ein paar andere mehr im Petroleum-Pilot. Unter der Leitung der Norweger, Standards Norway, hat die DKE mitgearbeitet, Italiener waren dabei und einige Industrievertreter. Hier waren zum Beispiel ein paar Erdölvertreter direkt dabei, die ihre Anforderungen hier eingebracht haben. Was man vielleicht sagen kann, gerade schon kurz angedeutet, diese beiden Piloten hatten eigentlich den glücklichen Umstand, würde ich sagen, dass sie dieses Thema aus unterschiedlicher Perspektive betrachtet haben. Während der Construction-Pilot stärker geschaut hat auf Regeln zur Beschreibung und zur Strukturierung von Anforderungen, also wie muss eine Anforderung nach klassischen System-Engineering-Ansätzen geschrieben sein, damit die Anforderung eindeutig ist, also mit möglichst wenig oder gar keinem Interpretationsspielraum. Welche standardisierten Ansätze kann man da nehmen? So hat der Petroleum-Pilot stärker geschaut auf die Möglichkeiten, Anforderungen, wenn sie denn identifiziert sind, zu klassifizieren über Klassifikationssysteme. Und er hat ebenfalls geschaut auf Tools, die diesen Prozess unterstützen können und darauf ein ganz spezielles Tool, FontoXML, da zeige ich gleich noch ein paar Screenshots zu, mit dem einige Organisationen, wir gehören dazu, ISO und IEC auch und auf europäischer Ebene wird das auch genutzt werden, also ein Tool, mit dem Inhalte, Normen
in einem XML-Editor direkt in ein XML-Format strukturiert werden können. Und was über einige Zusatzfunktionalitäten eben auch die Möglichkeit hat, hier einzelne Elemente so auszuzeichnen, wie wir das für Smart Standards eben benötigen. Oder so zumindest die Hoffnung. Also, wie schon gesagt, diese beiden Piloten, die im letzten Jahr gelaufen sind, werden aktuell gerade in einer Arbeitsgruppe zusammengeführt oder die Ergebnisse werden zusammengeführt in ein gemeinsames Informationsmodell. Und dieses gemeinsame Informationsmodell wird dann die Grundlage sein für die weiteren Piloten, die darauf aufsetzen und dieses weiterentwickeln. Also zu diesen besagten System Engineering Ansätzen im Construction Pilot gehört zum Beispiel sowas hier. Und ich gehe jetzt nicht im Detail darauf ein, weil das werden wir auch im späteren Verlauf vielleicht in einzelnen Arbeitsgruppen nochmal im Detail diskutieren. Und dann sind auch die Spezialisten von uns dabei, die sich hiermit wirklich gut auskennen. Ich gehöre nicht dazu, aber vielleicht sagt dem einen oder anderen ihr was unter dem Triple-Ansatz sicherlich bekannt, also dass man einen Originaltext, den wir unten im linken Fenster sehen, eben nach einem bestimmten Strukturierungsansatz in einzelne Elemente aufteilt, aufsplittet und eben zum Beispiel, wie hier jetzt dargestellt, über so eine Parsing-Table in unterschiedliche Elemente, wobei ein System, eine Aktion, die ausgeführt wird, definiert wird, ein Actor, also wer führt diese Aktion aus, was ist die Performance, also das messbare Ergebnis und dann noch einige weitere klassifizierende Elemente dazu nimmt. Und im Zentrum steht eben dieses Triple, also Subjekt, Prädikat, Objekt. Und wenn man ein Content strikt in so eine Triple-Struktur bringt, dann sieht man jetzt mal beispielhaft auf der rechten Seite, was dabei rauskommt. In den Farben können Sie erkennen, was die Elemente jeweils sind. Sie können ungefähr erkennen, was wir aus diesem Fließtext auf der linken Seite gemacht haben. Wir haben ihn im Prinzip in so eine normalisierte, formalisierte Form gebracht, entsprechend dieser Triple-Struktur. Und so weit gehe ich jetzt nicht, aber diejenigen von Ihnen, die sich mit Trippeln und Ontologien auskennen, die wissen, dass wenn man einen großen Content-Bereich in so eine Struktur bringt, dann lassen sich damit auch ganz andere Dinge tun. Dann lassen sich damit tatsächlich unter Umständen Ontologien ableiten, also wie hängen Dinge eigentlich sinngemäß miteinander zusammen und auch ganz andere Fragen stellen bzw. beantworten lassen, die vielleicht viel mehr in Richtung Maschineninterpretierbarkeit geht. Also dass man wirklich die Möglichkeit hat, eine Frage zu stellen an einen Content-Pool und eine Antwort bekommt für einen ganz spezifischen Anwendungsfall, weil man eben die Norm in so eine Triple-Struktur gebracht hat und damit Sinnzusammenhänge zwischen einzelnen Elementen besser verstehen kann. Also das ist jetzt hier nur mal kurz dargestellt. Das ist deutlich komplexer, das Thema, und wir werden an geeigneter Stelle hier auch nochmal drauf eingehen. Jetzt in der Kürze der Zeit nicht möglich. Im norwegischen Pilot, auch das hier nur noch mal ganz kurz, dass Sie sich das etwas besser vorstellen können, ging es eben, wie gesagt, um Klassifikationselemente. Klassifikationstabelle wurde erarbeitet für Anforderungen. Was Sie hier nicht genau im Detail sehen können, also eine große Tabelle mit Spalten, zahlreichen Spalten. Diese Spalten entsprechen im Wesentlichen Metainformationen, die Anforderungen beschreiben. Und somit zum Beispiel das sicherstellen, was wir am Anfang gesagt haben, nämlich die Kontextsensitivität. Also verstehen, wie ein granulares Element in einem bestimmten Anwendungsbereich oder für einen bestimmten Anwendungsfall Relevanz hat, weil es eben charakterisiert wird durch diese Metainformation. Und das war viel Input von den Norwegern, die in die Richtung auch schon Vorarbeit geleistet haben, im Prinzip so ähnlich wie wir auf der europäischen, auf der nationalen Ebene Vorarbeiten geleistet haben und auch in ein Tool, nämlich besagtes Fonto, viel Vorarbeit gesteckt haben, und das haben sie eingebracht in den Piloten und haben es uns gezeigt. Wie gesagt, wir arbeiten alle im Prinzip an ähnlichen Tools und beziehungsweise arbeiten alle an diesem Fonto XML. Die Norweger sind hier eben ein kleines Stück weiter. Die haben uns mal gezeigt, wie sie das machen, also wie ein Text direkt in diesem XML-Editor erfasst wird. Das können Sie hier in diesem Fenster sehen. Und dann eben, je nachdem, was gerade beschrieben wird, also wenn zum Beispiel eine Anforderung beschrieben wird,
Dann über bestimmte Funktionalitäten, das ist jetzt hier mal dargestellt, also ein Dialogfenster, Metadaten zu dieser Anforderung direkt erfasst werden. Denn darum geht es am Ende, das haben wir auch im ersten Webinar gehört. Die smarten Inhalte sollen im Normungsgremium selbst, vielleicht in einer anderen Konfiguration als heute, also das heißt mit anderen Skills, die wir dann dafür brauchen und sicherlich mit anderen Tools, aber es soll im Normungsgremium selbst erstellt werden. Denn nur so können wir gewährleisten, dass wir hier von Primär-Content reden, smarten Primär-Content und nicht von nachgelagerten Prozessen, vielleicht ganz anderen Stakeholdern, die diese smarten Inhalte generieren. Deswegen brauchen wir richtige Tools, die sowas möglichst zur Laufzeit eben unterstützen. Während der Text geschrieben wird, haben wir hier die Möglichkeit, bestimmte granulare Informationen festzuhalten. Ja, und hier nochmal ein Bildchen, wo man sieht, wie dann der weitere Prozess unterstützt wird, dass die Experten dann die Auszeichnungen, die gemacht wurden, freigeben und somit dann ein smartes Dokument am Ende freigegeben wird, für den Entwurf freigegeben. So, und damit sind wir auf der nationalen Ebene und das ist auch meine letzte Folie. Und wie eingangs gesagt, ist es für uns eben ganz besonders wichtig, dass wir mit einer starken deutschen Position in die Diskussion auf europäische und internationale Ebene gehen. Das hat sich bewährt. Ich denke, es hat sich in den letzten Monaten auch nochmal sehr intensiviert. In unserer sehr engen Zusammenarbeit zwischen DKE und DIN sehr bewährt, aber auch natürlich in der Zusammenarbeit mit anderen Partnern, mit Förderprojekten, die Trano bei DKE sei hier zu nennen, unsere Kooperation mit der Uni Duisburg, Professor Nagaraya vorhin schon erwähnt, aber eben auch die Regelgremien, die wir haben, zum Beispiel den Benutzerfachausschuss, der sich mit bestimmten Themen, zum Beispiel mit XML, strukturierten Dokumenten beschäftigt, aber auch dem Ausschuss Normenpraxis, wo wir im Kontakt mit den Anwendern und in Zukunft auch noch sehr viel intensiver um Anwendungsfälle rund um Smart Standards beschäftigen wollen. Und natürlich dieser Kreis, der für uns ebenfalls oder ganz besonders wichtig ist, weil er vielleicht etwas interdisziplinärer als die vorgenannten Formate unterschiedliche Stakeholder zusammenbringt. Denn das, was wir am Anfang gesehen haben mit der digitalen Norm im Zentrum, aber den sieben Herausforderungen, die so da rumstehen, da sind ganz unterschiedliche Aspekte mit zu berücksichtigen, die auch weit über das eigentliche technische und wie strukturieren wir Inhalte und so weiter und welche Tools verwenden wir hinausgehen. Das heißt, hier spielen dann tatsächlich prozessuale Themen eine Rolle, hier spielt eine Rolle, welche Skills wir brauchen in der Organisation, was für ein Mindset wir brauchen, um digitale Inhalte zu erzeugen, aber auch welche rechtlichen Fragen müssen geklärt werden und so weiter. Und all das benötigt eben einen interdisziplinären Kreis. Das ist die Chance, die wir hier haben, dass wenn wir all diese Aspekte zusammenbringen, ein gemeinsames Verständnis entwickeln, dass wir auf der Basis eine starke deutsche Position formulieren können, die DKE und DIN dann wiederum in den europäischen und den internationalen, in die internationalen Projekte einfließen lassen können und somit sicherstellen, dass die Bedarfe unserer Stakeholder an den Stellen prominent vertreten sind, wo es eben notwendig ist. Und an dieser Stelle würde ich übergeben an meinen Kollegen Damian Czarny, aber Ihnen natürlich die Möglichkeit geben, in den Chat Fragen zu stellen zu dem, was Sie gerade gehört haben. Also bisher sind keine Hinweise, Fragen oder Anmerkungen im Chat aufgetaucht. Ich hatte auch noch mal einen Beitrag an Sie alle geschickt, dass Sie auch gern Ihre Fragen oder auch nur Anmerkungen zu dem Vortrag dort notieren können. Ich würde vorschlagen, dass wir mit dem Vortrag fortfahren und final dann nochmal in die Diskussion gehen werden. Machen wir. Danke, Mario. Damian. Ja, vielen Dank. Ich habe auch nochmal geguckt, wie im ersten Webinar. Es sind auch keine Fragen nur an den Gastgeber, also in diesem Fall mich gekommen. Deswegen machen wir weiter. So, Sebastian Kriegsmann hat es ja schon erklärt. IDIS hat ein bisschen einen anderen Ansatz. Wir brauchen eine größere Bandbreite an Expertise, um diese Herausforderungen zur Zukunft zu begehen. Und ja, in Zukunft, oder es gibt schon sehr viele
Projekte, Aktivitäten in dieser Hinsicht, aber in Zukunft werden wahrscheinlich noch viel mehr Aktivitäten in diese Richtung unternommen werden. Denn mit jedem einzelnen Ergebnis oder mit jedem einzelnen Puzzleteil ergeben sich dann wahrscheinlich auch mehr Möglichkeiten wiederum, was mehr Projekte nach sich ziehen wird. Und um genau darauf vorbereitet zu sein, haben DIN und DKE eben die Initiative Digitale Standards gegründet. Das Thema Digitale Standards ist kein reines DKE- und DIN-Thema, wie wir ja schon gesehen haben. Es ist ein Thema für alle, die mit Standards und Normen im Digitalzeitalter zu tun haben. Deswegen wollen wir in IDIS national gemeinsam an der Digitalisierung der Normung arbeiten, um das Thema im deutschen Sinne entsprechend voranzubringen und dann entsprechend auch auf internationaler Ebene. Dabei verfolgen wir im Grunde drei wesentliche Ziele. Wir wollen einen Informations- und Meinungsaustausch etablieren, wir wollen eine nationale Vernetzung und Koordinierung zwischen den einzelnen Themengebieten und zwischen den handelnden Personen bewerkstelligen und als letztes wollen wir allen die Chance geben, aktiv mitzuarbeiten oder bei der Realisierung zu unterstützen, welcher Form auch immer. Das heißt, zusammengefasst sind unsere Ziele informieren, vernetzen und mitarbeiten. Zu den einzelnen Zielen oder die Aufgaben, die sich daraus ableiten, was für Teilnehmer wir brauchen, dazu komme ich gleich noch ein bisschen detaillierter. Bevor wir dazu übergehen, nochmal ganz kurz zur Organisation oder besser gesagt zur Historie von IDIS. IDIS, obwohl wir noch nicht mal den Kickoff offiziell quasi hinter uns haben oder durchführen konnten, hat IDIS eine kleine Historie. IDIS wurde ursprünglich von der DKE initiiert und ist rein organisatorisch dem Lenkungsausschuss der DKE unterstellt, dem höchsten Steuerkreis der DKE. Allerdings hat sich IDIS bereits vom offiziellen Start durch eben gemeinsame Diskussionen, durch die Zusammenarbeit international zu einer gemeinsamen Initiative von DIN und DKE entwickelt. Und ich denke, die Referentenliste der Webinare und des Kickoffs mit DIN und DKE-Vertretern ist ein Beweis dafür, dass diese Form der engen Zusammenarbeit unser Ziel ist und wir wollen diese natürlich nach dem Kickoff beibehalten und gemeinsam hier an dem Thema arbeiten. Wie kann man sich die Arbeit in IDIS aber jetzt etwas konkreter vorstellen? Dazu möchte ich das Stage-Modell aus dem ersten Webinar nochmal heranziehen. Das Stage-Modell hat den Normungsprozess in die vier Teile Content Creation, Content Management, Content Delivery und Content Usage unterteilt. Das, was Sie hier sehen, ist zwar der aktuelle Normungsprozess und wie wir im ersten Webinar gehört haben, befindet sich dieser Prozess im Wandel, aber darauf möchte ich gar nicht hinaus, sondern egal, was die Zukunft ergibt, diese vier Bereiche hier werden in welcher Form auch immer uns irgendwie erhalten bleiben. Deswegen möchte ich dieses Modell jetzt nutzen, um anhand dieser verschiedenen Bereiche mögliche Aufgaben, die in IDIS anstehen, entsprechend vorzustellen, abzuleiten. Damit Sie eben ein Gespür dafür entwickeln können, was in IDIS eventuell auf Sie zukommen könnte. Doch bevor ich das mache, möchte ich noch auf einen wesentlichen weiteren Aspekt hinweisen, nämlich wir haben das hier Communication und Cooperation genannt. Das heißt, um die vier speziellen Bereiche mit ihren Aufgaben gibt es noch eine weitere Ebene, die alles miteinander verknüpft, sozusagen für die zahlreichen Querschnittsfunktionen. So, ich gehe jetzt quasi die einzelnen Kategorien durch und führe ein paar Beispiele auf, was uns, wie gesagt, pro Kategorie erwartet. Und zur besseren Orientierung ist hier nochmal das Stage-Modell mit der neuen Kategorie eingeblendet. So, fangen wir mit dem ersten Bereich an, Content Creation, also die Normerstellung durch Fachexperten. Mit anderen Worten, ja, der Kern der Standardisierung mit seinen Normen und Prozessen. Themen, die hier in IDIS aufkommen könnten, wären zum Beispiel die Bewertung neuer Regeln und Formate für diese digitalen Standards oder Smart Standards. Wir haben es in Webinar 1 gesehen, die Technologien sind da. Aber welche müssen wann verwendet werden? Was sind Best Practices? Müssen für einzelne Domänen Ausnahmen erarbeitet werden? Das alles wollen wir gemeinsam mit Ihnen erarbeiten, herausfinden.
Und die neuen Formate werden über kurz oder lang, wir haben es schon gesehen, in neue Tools zur Erstellung von Normen integriert. Diese müssen getestet werden. Und zwar nicht darauf, ob sie abstürzen, sondern ob sie unsere nationalen Anforderungen zufriedenstellend abdecken. Normen sind höchst unterschiedlich. Deswegen kann auch die Tool-Unterstützung höchst unterschiedlich ausfallen. Mein Kollege Sebastian Kriegsmann hat es gezeigt. Im europäischen Piloten wird zu der Normerstellung dieses Fonto-XML-Tool getestet. Aber dieses Fonto-XML-Tool wurde von den Norwegern in das Pilotprojekt reingebracht und eben auf die Bedürfnisse einer einzelnen Industrie maßgeschneidert, zumindest Stand jetzt, nämlich auf die Bedürfnisse der Öl- und Gasindustrie aus Norwegen. Das heißt, eine Aufgabe in IDIS wäre es, so ein Tool mal für Medizinnormen oder für andere Bereiche, die in Deutschland relevant sind, zu testen und zu gucken, ob sie auch unseren Anforderungen in diesen Normen gerecht werden oder nicht. Ja, und um dies zu erreichen, müssen wir eventuell auch geschlossen eben in europäischen oder internationalen Pilotprojekten vertreten sein, wie das zum Beispiel jetzt die Holländer oder Norweger gemacht haben. Dazu müssen wir ja nicht nur mit einem Industrievertreter oder nicht nur mit einem Partner reingehen, sondern am besten geschlossen. Generell wird eine Mitarbeit von Fach- oder Digitalexperten in solchen Gremien, denke ich, immer wichtiger sein. Und dort werden die Spielregeln definiert und ja, es sollten am besten unsere Regeln sein oder zumindest von uns akzeptierte Regeln. Ja, der letzte Punkt hier ist ebenfalls sehr wichtig. Sie müssen Erfahrung sammeln. Wir werden nicht diesen Managementgremien vor allem nicht oder in den ersten Pilotprojekten nicht die endgültigen Ergebnisse erzielen, sondern wir müssen früh reale Praxiserfahrungen sammeln in Normenprojekten. Und dies ist aber mit einem gesteigerten Aufwand halt für alle Beteiligten verbunden. Wer in Normenprojekten aktiv ist, weiß, Zeit ist Mangelware. Und deswegen hoffen wir, dass IDIS hier mit seiner Expertise, die über die Zeit aufgebaut werden kann, entsprechend auch unterstützen kann. Viele weitere Punkte wären hier sicherlich denkbar, aber kommen wir zur nächsten Kategorie, Content Management. Hierbei sind alle technischen Aspekte der Normbearbeitung, Verwaltung gemeint. Das heißt zum Beispiel Speicherung, Verarbeitung, Übersetzung, Anreicherung von Normen, Management von Normen etc. Das bedeutet, die IT und Prozesse oder aktuell sind eher die Prozesse und die IT ja dokumentbasiert, müssen allerdings den Weg zur Informationsbereitstellung realisieren. Und hier sind wir auf Ihr Know-how angewiesen. Wie können wir hier den Umstieg bewerkstelligen? Auf was müssen wir bei der Technik achten, damit wir später beim Content Delivery, also bei der Informationsbereitstellung, keine Probleme bekommen? Wir müssen sicherstellen, dass alle notwendigen Informationen in der richtigen Form bereitgestellt werden können. Und deswegen müssen wir halt schon beim Content Management anfangen. Ein weiterer Punkt ist, wir können warten, bis all diese Systeme international entwickelt werden. Das ist durchaus eine Strategie. Aber und natürlich unsere Kommentare dazu abgeben, aber wenn wir einen wirklichen Wettbewerbsvorteil haben wollen in Deutschland, dann müssen wir selbst nationale Verfahren und Prototypen entwickeln und eventuell auch eigene Zwischenstände verwalten, pflegen und entsprechend Themen voranbringen. Und gemeinsam entscheiden, wann wir diese Sachen entsprechend auch international einbringen wollen. Ja, kommen wir zum nächsten Thema, Content Delivery. Was könnte hier anfallen? Nun, Content Delivery ist, wie schon gesagt, die Bereitstellung von normativen Informationen. Am besten in der passenden Form, wann immer und wo immer sie auch benötigt werden. Das klingt vielleicht ganz toll, aber wie kann das eigentlich funktionieren? Was ist dabei zu beachten? Welche rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte müssen wir dabei beachten? Besonders heikel wird es, denke ich, wenn es darum geht, unterschiedliche Informationen miteinander zu verbinden. Beispielsweise normative Informationen mit Industriedaten. Wer ist für das Gesamtpaket verantwortlich? Müssen die Daten konvertiert werden? Wer ist der Datenowner? Alles sehr spannende Fragen und wir hoffen, mit IDIS zusammen entsprechende Konzepte, Prototypen zu entwerfen oder zumindest diese wichtigen Problemstellungen gemeinsam zu betrachten. Content Usage. Das ist der Anwenderfokus, der vielleicht wichtigste Aspekt in der Digitalisierung, weil bisher vielleicht ein bisschen vernachlässigt wurde.
und das spielt auch in allen Kategorien, sage ich mal, ein bisschen mit rein. Aber was sind so hier vielleicht typische Aufgaben, die anfallen könnten? Ja, um die richtigen Systeme und Verfahren entwickeln zu können, brauchen wir reelle Daten. Diese müssen bereitgestellt werden. Auch brauchen wir den Kontakt zu Menschen und Systemen, mit diesen Daten arbeiten. Das sind nicht wir Normer, sondern das sind halt die Industrie, die Unternehmen und so weiter. Und dadurch können wir dann die neuen Systeme besser auf die Anforderungen der Zukunft zuschneiden und auch sicherstellen, dass sie halt funktionieren wie gedacht. Das mit den Daten ist aber aktuell gar nicht so einfach. Werden doch Normen noch, sage ich mal, ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil sie eben halt als Dokumente oder in PDF vorliegen. Und deswegen müssen wir vielleicht als ersten Schritt überhaupt erstmal gemeinsam erarbeiten, welche digitalen Use Cases existieren überhaupt. Wo können normative Informationen eine Rolle spielen? Wo können digitale Lösungen zu einem echten Nutzen führen? Wenn wir das tun, können dann halt entsprechend Normungsorganisationen wie DIN und DKE, aber auch andere Player entsprechende Services, Dienstleistungen, Produkte vielleicht anbieten. Auf jeden Fall müssen wir hier erstmal Vorarbeit leisten. Und als letzten Punkt hier haben wir ja das Thema Kommunikation und Kooperation. Das bedeutet, das Aufgabenspektrum zeigt es ja schon. Vieles ist möglich, aber IDIS kann bestimmt nicht alles selbst realisieren. Deswegen werden Kooperationen und Partnerschaft mit anderen Organisationen benötigt. IDIS kann eine Plattform bereitstellen, wo andere sich zu dem Thema austauschen, wo, wie gesagt, projektübergreifend Ergebnisse verwaltet werden können, Zwischenstände. Und IDIS kann auch eine Plattform sein, wo Fachexperten halt mit Projektverantwortlichen auf Förderer oder Netzwerker zusammenstoßen, damit als halt als wichtig angesehene Arbeiten unterstützt werden oder Ergebnisse über IDIS hinaus ja, Anwendung finden können. Das bedeutet halt, diese Querschnittsaufgaben, das Vernetzen, ist sehr wichtig in diesem Thema, denke ich. Ja, viele Aufgaben. Und was sind denn die benötigten Teilnehmerprofile, die wir hier brauchen? Und die Folie zeigt es ja schon. Wir haben in den unterschiedlichen Bereichen natürlich unterschiedliche Kompetenzen, die benötigt werden. Im Bereich des Content Creation haben wir unsere Normungsexperten. Ja, und damit meinen wir nicht nur die Fachexperten, die sowieso schon, sage ich mal, uns bekannt sind und an den Normen arbeiten. Diese Fachexperten müssen halt durch Entwickler, durch Modellierer, durch IT-Experten oder solche Sachen halt ergänzt werden, weil diese neuen Formate und solche Sachen haben eine eigene Komplexität und da muss man erstmal die Kompetenzen, die dazu auch haben, diese entsprechend verwenden zu können. Man muss die Regeln kennen. Diese Fachexperten müssen dann quasi entsprechend geschult werden oder um andere Akteure ergänzt, erweitert werden. Ja, im Bereich von Content Management benötigen wir wahrscheinlich Softwarearchitekten, Datenarchitekten für den Aufbau verteilter, komplexer IT-Systeme. Wir müssen nicht alles selbst natürlich entwickeln, aber wir müssen das beachten. Es gibt Informationen, die auf internationaler Ebene sind. Es gibt Informationen, die auf nationaler Ebene liegen bei DIN und DKE. Es gibt eventuell auch Informationen, Teile der Daten, die bei den einzelnen Normanwendern liegen. Das ist als Gesamtes ein unfassbar komplexes IT-Gebilde. Das muss designt werden, das muss beachtet werden, das muss unter Security-Aspekten berücksichtigt werden und deswegen brauchen wir hier das entsprechende Know-how. Im Content Delivery-Bereich sind es wiederum, also hier in dem grünen Bereich, sind es wiederum neben den bekannten Rollen, ich habe es vorhin schon erwähnt, nicht nur IT-Expertise, die wir hier brauchen. Wir brauchen Business-Experten, die die Use Cases kreieren können oder bewerten können. Wir brauchen auch Juristen, die vielleicht Rechtsfragen klären können. Weil wenn Sie sich vorstellen, dass wenn wir weg vom Dokument gehen und nur noch hin zu einer Informationsbereitstellung, also nur noch Teile von Informationen bereitstellen, wie sieht es mit der Haftbarkeit aus? Wie sieht es überhaupt mit der Nachvollziehbarkeit aus? Wie kann das Bestandteil von Vertragstexten sein? Das sind alles offene Fragen, die wir international diskutieren, aber die wir auch natürlich national in IDIS behandeln müssen. Der Usage-Bereich ist schnell erfasst. Hier brauchen wir einfach jeden. Jeden, der etwas mit Normen anfangen kann oder der sich das vorstellen kann. Prüfer, Zertifizierer, Hersteller, Dienstleister, Verkäufer, Prozessspezialisten.
Eigentlich bräuchten wir hier alle möglichen Formen der Expertise, weil es so viele unterschiedliche Normen gibt, die unterschiedlich angewandt werden. Ja, und in unserer letzten Kategorie, in der Querschnittskategorie, brauchen wir natürlich auch die Manager, Förderer, Netzwerke. Also wie Sie sehen, zusammengefasst, wir benötigen einen wirklich vielfältigen und auch vielleicht dynamisch anpassbaren Teilnehmerkreis, um eben die verschiedenen Aspekte der Digitalisierung der Normung professionell und kontinuierlich zu unterstützen. Warum kontinuierlich? Das möchte ich an der nächsten Folie etwas verdeutlichen. Smart Standards sind nicht durch ein Projekt oder ein paar wenige Projekte erreichbar. Ich glaube, das ist eigentlich schon ganz gut rübergekommen. Es gleicht eher einer Reise mit vielen Einzelschritten, ja, eventuell über mehrere Jahre hinweg. Und diese Reise lässt sich, denke ich, ganz gut mit diesem Gartner Hype Cycle beschreiben. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf die einzelnen Punkte hier eingehen. Über die Einordnung lässt sich wahrscheinlich vorzüglich diskutieren. Was ich Ihnen aber verdeutlichen will, ist, dass wir mit der Digitalisierung einen technologischen Auslöser in der Normung hatten. Und die ersten Schritte haben vielleicht noch nicht so viel die Aufmerksamkeit generiert, aber so langsam wird das Thema immer bekannter. Wir befinden uns also quasi hier in diesem Bereich, wo wir neue Projekte initiieren in immer kürzerer Zeit. Und wir haben auch schon erste, sage ich mal, etwas vielleicht überzogene Erwartungen erlebt mit der Maschineninterpretierbarkeit. Der eine oder andere hat sich vielleicht gedacht, naja, wir haben ja schon XML, dann können wir auch gleich maschineninterpretierbare Normen haben, die dann direkt von den Systemen quasi gelesen und interpretiert werden. Aber dann haben wir auch schon festgestellt, dass das nicht so ohne weiteres zu erreichen ist. Wir haben es im ersten Webinar vielleicht an diesem Stufenmodell gesehen. Das ist dann eine Systemfrage. Es sind viele, viele Einzelschritte zu unternehmen, die dafür notwendig sind. Und eventuell ist die Maschineninterpretierbarkeit auch natürlich nicht für alle Bereiche relevant. Deswegen sind wir vielleicht sogar schon über diesen Gipfel hinaus. Man weiß es nicht, das wird man immer später bewerten können. Was ich aber damit hier ausdrücken will, ist, dass IDIS genau diese Entwicklung hier begleiten kann und auch helfen kann, wenn, sage ich mal, bestimmte Treiber nicht permanent über alle Jahre aktiv sein können, dass trotzdem halt IDIS als Forum, als Netzwerk aktiv an diesem Thema dranbleibt, die Ergebnisse bewahrt und eben dafür sorgt, dass auch bei Höhen und Tiefen man am Thema dranbleibt und entsprechend das Thema irgendwann so weit kriegt, dass wirklich ein Nutzen für die Anwender entsteht, der auch nachhaltig ist. Ja, als letzte Folie, die vielleicht ein bisschen mit viel Inhalt rüberkommt, möchte ich nochmal aus Ihrer Sicht ein paar Fragen beantworten. Warum sollte ich in IDIS mitarbeiten? Und unserer Meinung nach gibt es viele Gründe. Die vielleicht wichtigsten sind, wie gesagt, hier nochmal aufgeführt. Und ja, ganz am Anfang, Sie bleiben natürlich informiert. Das heißt, Sie können frühzeitig auf technologische Änderungen reagieren. Wenn die Bereitstellung von Normen sich ändert, können Sie das entsprechend früh einplanen. Und wir reden hier über Digitalsysteme. Das bedeutet, es wird ein bisschen Zeit dauern, bis man sich entsprechend technologisch darauf einstellt. Sie können auch einen Schritt weitergehen und Ihre Anforderungen in IDIS reinkippen. Sie können somit sicherstellen, dass für Ihre relevanten Normen und Themen diese Systeme schon entsprechend funktionieren, weil sie in den ersten Piloten bereits berücksichtigt werden konnten. So können natürlich früh eventuelle Stolpersteine, die für Sie besonders wichtig sind, eliminiert werden bzw. frühzeitig angegangen werden. Mein Kollege Sebastian Kriesmann hat es bereits im ersten Teil gezeigt. In IDIS haben Sie die Möglichkeit, die Spielregeln selbst mitzugestalten. Wie bei jeder Entwicklung ist es am Anfang besonders einfach, Einfluss auszuüben. Später, wenn bereits erste Systeme, Tools, Formate etabliert sind, ist es weit schwieriger natürlich, da Änderungen vorzunehmen bzw. um die eigenen Aspekte zu erweitern. Ja, und wir haben es gesagt, IDIS, Netzwerk, Forum. In IDIS sind Sie nicht alleine und wir können damit in IDIS die Lasten verteilen, Risiken minimieren, ja, und wie gesagt, gemeinsam zum Ziel gelangen. Wenn Sie besonders aktiv sein müssen auf dem Gebiet oder wollen, dann wollen wir Sie auch damit in IDIS unterstützen, halt eigene Projekte zu initiieren, um vielleicht sehr spezielle Lücken zu füllen und damit Sie halt nicht alleine bleiben, mit den richtigen Leuten zu vernetzen.
Und vielleicht als letzten Punkt hier, jeder verfolgt selbstverständlich seine eigenen Interessen. Aber in IDIS haben wir auch die Chance, einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Normung hat ja bereits einen innewohnenden gesellschaftlichen Nutzen. Und durch die Digitalisierung wird dieser meiner Meinung nach noch weiter verstärkt. Und wir wollen also allen, die sich dafür einsetzen, auch eine Plattform bieten, wo diese Anstrengungen sichtbar werden in der Öffentlichkeit und ja, hoffentlich auf die eine oder andere Weise ein Stück weit auch honoriert werden. Weil meiner Meinung nach sind es ganz wichtige Arbeiten, die wir hier vor uns haben. Ja. Damit übergebe ich nochmal an meinen Kollegen. Ja, Damian, vielen Dank. Ich habe gerade gesehen, wir haben zwei ganz tolle Fragen im Chat und die wollen wir gleich kurz beantworten. Deswegen hier eigentlich nur noch mal ganz kurz als Zusammenfassung, was wir heute gehört haben und vor allem auch, wie wir weitermachen wollen. Also ich glaube, wir haben dargestellt, dass Smart Standards keine One-Shot-Aktivität ist, sondern ein Thema ist, was uns die nächsten Jahre begleiten wird und zwar auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Wir haben die Chance als Stakeholder hier in Deutschland eine gemeinsame Position zu formulieren, die wir dann auch wirklich prominent einbringen können auf europäischer und internationaler Ebene. Das ist uns wichtig. Es gibt vor allen Dingen auf internationaler Ebene mittlerweile mit den Chinesen beispielsweise starke Player, die hier ebenfalls sehr, ich sage es nicht dominant, aber schon prägend auftreten. Und da ist es umso wichtiger, dass wir hier eine gemeinsame Position formulieren, die wir dann einbringen können. Und übrigens auch als kleinen Ausblick auf die Fragen gleich, nicht nur bei ISO und IEC, sondern auch darüber hinaus, auch in Bezug auf andere konsortiale Regelsätze, die hier an ganz bestimmten Stellen sehr wichtig sind. Also vor allem für Industrie 4.0 zum Beispiel auch sehr wichtig sind. Dies benötigt eben eine breite Unterstützung, getragen von unterschiedlichen Stakeholdern. Interdisziplinarität als Erfolgsfaktor haben wir hier mal aufgeschrieben, weil wir das eben in diesem Kreis hier sehen und es auch unsere Erwartung wäre an diesen Stakeholder-Kreis. Und genau darüber möchten wir mit Ihnen weiterarbeiten am 19.06. in unserem Kickoff-Workshop, wo wir dann zu unterschiedlichen Themen entsprechend der Expertise, die Sie mitbringen, die wir hier haben, in unterschiedlichen Bereichen eben arbeiten möchten. Aber immer auch mit dem Ziel, einen gemeinsamen Stand herzustellen, wo wir alle, zwar nicht in allen Aspekten gleichermaßen tief, aber doch einen gemeinsamen Überblick haben und auch aussagefähig sind zu bestimmten Themen, die wir dann auch zu Smart Standards über diesen Kreis hinaus vertreten können. Das heißt also, wir brauchen Ihr Feedback auch gerne in Vorbereitung auf den 19.06. Stellen Sie Fragen, geben Sie Anregungen, wie jetzt hier gerade im Chat passiert ist. Und damit würde ich auch mal an dich, Mario, übergeben, dass du vielleicht die Fragen hier mal einbringst, dass wir die zumindest kurz noch hier adressieren können. Ja, das mache ich sehr gerne. Vielen Dank. Wir haben Fragen von Herrn Diemer und Herrn Wassermann. Ich möchte mal mit der letzten Frage von Herrn Wassermann beginnen. Gibt es eine Möglichkeit, die bisher erarbeiteten Beispiele, Prototypen für digitale Normen näher zu betrachten? Die Antwort lautet ja. Wir haben eine umfangreiche Sammlung von Beiträgen, von Literatur, von Beispielen, auch der entsprechenden Arbeiten, über die hier gerade berichtet worden sind, zusammengestellt und möchten diese Dokumente dann in einer strukturierten Form allen Teilnehmern, die sich für ITIS dann einschreiben werden, zur Verfügung stellen. Also Antwort, ja, es gibt eine Möglichkeit, auch an diese internen Berichte für den geschlossenen Teilnehmerkreis heranzukommen. Herr Diemer hat mehrere Fragestellungen, die sehr weit in die Zukunft gehen und darum geht es uns ja auch. Wie adressieren wir die Thematik agile Prozesse für die Normung? Gibt es eine Idee über eine automatisierte Analyse von Normen, die als Ergebnis eines Normungsprozesses entstehen? Auch die Frage des, wie geht man mit der Anpassung von Norminhalten bei Veränderungen um und gibt es einen Lebenszyklusaspekt bei Normen und so weiter? Alles das sind prozessuale Themen, die wir zum Teil in der Folie 17 des heutigen Vortrages angesprochen haben, wenn es darum geht, dass der Teilnehmerkreis für den Bereich Content Creation sich über neue Regeln und Formate für digitale Standards Gedanken machen soll oder kann, auch den Einsatz von Technologie für diesen Normerstellungsprozess diskutiert. Und da haben wir auch die Stichworte KI, Open Source, Cloud, agile Methoden genannt. Wir haben heute dafür noch keine Antwort, aber es sind genau die Themen, die Sie ansprechen, die
eine ganz essentielle Rolle spielen, wenn wir uns lösen von der ganzen Norm, so nenne ich das mal, hin zu den Norminhalten, die heute verteilt sind über verschiedene Normen. Und genau diese Inhalte rechtssicher, anwendungssicher für den Kunden zur Verfügung stellen wollen. Wie gehen wir dann bei Veränderungen mit diesen Informationen um und wie verändert sich der Lebenszyklus der einzelnen Informationen? Heute haben wir ein eingeführtes System, wie ganze Normen sozusagen in ihren Lebenszyklus auch betrachtet werden. Dafür haben wir ein umfangreiches Metadatensystem, das allen Anwendern, die ein Normmanagementsystem nutzen, ja hilft, genau diesen sauberen Ablauf von Normen auch zu überwachen. Also alle Aspekte, die Sie hier ansprechen, sind richtig. Dafür haben wir teilweise eine Vorstellung, aber noch keine finale Antwort. Ja, vielen Dank, Herr Diemer. Prima, da bin ich dabei. Schreiben Sie gerade, das gefällt mir so gut. Herzlich willkommen. Das waren bisher die Fragen. Gibt es weitere Fragen an meine Kollegen? Habt ihr was entdeckt? Ansonsten übergebe ich an Herrn Charmi und Herrn Kriegsmann, um ein Schlusswort zu sprechen. Und ich verabschiede mich auch an dieser Stelle. Damir, möchtest du? Also wir haben jetzt keine weiteren Fragen, aber wie gesagt, die Möglichkeit, Fragen zu stellen, auch jetzt in der nächsten Woche nochmal in Vorbereitung auf den Kickoff, sehr, sehr gerne. Sind wir sehr gespannt drauf. Das hilft uns natürlich auch dabei, den Kickoff noch besser vorzubereiten, aber vor allem auch die Themen zu strukturieren, die wir in den nächsten Monaten mit Ihnen weiterentwickeln wollen. Damir, damit... Ich habe hier noch eine Frage bekommen bezüglich Einsatz von RecIF oder bestimmten Tools für XML-Editoren. Klar, Technologien wie RecIF, die haben wir bereits uns schon angeguckt in den norwegischen Pilotprojekten. War das sogar das Zielformat, wo Anforderungen ausgespielt werden? Da gab es ein paar Probleme. RecIF, sage ich mal, ist ein relativ einfaches Format, was vielleicht nicht all die Möglichkeiten abdeckt, die wir in der Normung haben, aber es war zumindest ein sehr guter erster Start und hat erste Ergebnisse erzielt. Aber das sind genau die Fragen, die wir uns stellen werden. Was sind die Tools, was sind die Technologien, Zielformate? Und genau das wollen wir in IDIS behandeln. Das wird in den Pilotprojekten eine Rolle spielen. Und genau auf dieses spezifische Thema, was du gerade ansprichst, werden wir auch nochmal eingehen, weil auch da haben wir in dem norwegischen Piloten ja ein paar Beispiele zugesehen. Genau. So, dann auch von meiner Seite dann, ich klicke mal auf die letzte Folie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war für Sie spannend. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im Kickoff oder hören uns im Kickoff dann alle gemeinsam wieder. Dankeschön. Danke auch. Einen schönen Tag.